Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Deezer Date Video auf meinem Kanal. Heute mal ein ganz anderes Video. Ihr lernt heute Deezer Date mal von einer ganz anderen Seite als sonst kennen. Und ich hoffe, dass es für euch ganz besonders spannend ist sogar. Ich habe nämlich gerade ein neues Coaching-Angebot vorbereitet. Das kann man jetzt sich anschauen unter wirkungskurse.de. Und in diesem Zusammenhang habe ich nochmal so überlegt, was habe ich eigentlich alles gemacht und wie komme ich dazu, dass ich anderen Menschen jetzt zeige, wie sie auf der Bühne und vor der Kamera authentisch und echt und sympathisch wirken können und ihre Botschaft gut rüberbringen. Darum geht es nämlich bei meinem Coaching-Angebot. Und da fiel mir erst wieder ein, dass ich doch in den letzten 20 Jahren ziemlich viele prominente Menschen, Bühnenmenschen zu Gast hatte, vor der Kamera, auf der Bühne, teilweise auch in meinem Wohnzimmer. Und ich dachte, das ist vielleicht mal spannend für euch, das auch mal mitzubekommen, auch wenn es eine ganz andere Seite von mir ist. Und als ich mir das nochmal so Revue habe passieren lassen, das ist schon eine ganze Menge tolle Menschen, die ich kennenlernen durfte auf diese Weise. Dazu gehörten TV-Legenden wie Alfred Biolek oder Frank Elstner, Unternehmer wie Wolfgang Grupp oder Klaus Hipp mit den Hippgläschen oder vor allem DM-Marktgründer Götz Werner, der leider gerade verstorben ist. Die Theologin Margot Käßmann war unter meinen Gästen, Schauspieler, Bekannte wie Oliver Wnuck und Andreas Hoppe, Politiker wie Monika Grifan oder Günther Oettinger, Sportler wie Michael Groß und die Paralympicsiegerin Verena Bentele und natürlich Musiker wie zum Beispiel Matthias Reim. Verdammt, ich lieb dich. Ich habe die in Shows eingeladen zu einem eigenen Showkonzept, weil ich was ganz Bestimmtes vorhatte. Mir war es nämlich wichtig, das Menschliche in den Bühnengästen zu zeigen, vor allem wenn mir das in den üblichen medialen Verkürzungen ein bisschen zu kurz kam. Also zum Beispiel der Oettinger, der gilt immer oder galt immer als hölzern, dumm, kann kein Englisch und so weiter. Und ich wusste, dass das nicht stimmt und deswegen habe ich gedacht, ich hole den mal, um mal zu zeigen, was der sonst eigentlich wirklich so drauf hat. So, jetzt aber, was habe ich von bestimmten Prominenten gelernt, was mir wirklich fürs Leben wichtig war? Ich fange mal an mit Götz Werner, der gerade eben leider verstorben ist, der Gründer von DM Markt. Von dem habe ich gelernt, Reichtum muss man nicht sehen. Und zwar, ich habe ihn kennengelernt, da hatte ich mich mit ihm verabredet, telefonisch. Ich hatte über die Agentur seine Nummer bekommen und er sagte, ja, wir treffen uns auf der Marktstätte. Und dann kam auf einem klapprigen Fahrrad ein Mann mit Sandalen ohne Socken und einem Holzfällerhemd angeradelt, ein Glatzkopf. Und das war Götz Werner, einer der reichsten Menschen von Deutschland. Ich glaube, dass er, wenn man die DM-Märkte sozusagen da einbezogen hat, einer der 6 reichsten Menschen, also auf jeden Fall ein Milliardär gewesen ist. Und der kam so daher. Und das Zweite, was ich gelernt habe, was er selber gelernt hat von seinem Ruderlehrer, sein Motto, sei beständig im Bemühen und bescheiden in der Erfolgserwartung. Wer ebenfalls sehr, sehr nett und freundlich ist und trotzdem glasklar weiß, was er will, ist die Antje von Dewitz. Von Dewitz VD ist eine ganz bekannte Marke für Outdoor-Klamotten und sie ist extrem konsequent, fast schon streng in der Unternehmensführung, ökologisch, sozial, nachhaltig und wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Und dabei ein super sympathischer Mensch und immer lächelnd, hat mich sehr beeindruckt. Wer mich auch sehr beeindruckt hat, ist Verena Bentele. Sie war mehrfache Paralympicsiegerin im Biathlon und ist jetzt Präsidentin des VDK, des größten deutschen Sozialverbandes. Von ihr habe ich gelernt, zunächst mal ein starker Wille ist stärker als Stürze und Misserfolge. Sie ist ja von Geburt an blind und sie hat dann erzählt, wie sie mit ihren Geschwistern immer trotzdem den Hang runter mit dem Fahrrad ist und ja dann halt auch hingefallen ist. Aber sie wollte halt einfach mitmachen und sich von ihrer Blindheit nicht beeinträchtigen lassen. Und sie hatte auch einen ganz schlimmen Sturz innerhalb ihrer Karriere, wo man dann dachte, jetzt sei es vorbei. Aber sie hat sich auch da hochgerappelt und hinterher nochmal eine Medaille bei den Paralympics gewonnen. Für mich eine großartige Persönlichkeit. Die Sehenden sehen Fettnäpfchen, wo keine sind. Mhm. Zum Beispiel sagen mir Leute, wir sehen uns morgen. Ach huch, nee, das sagst du ja gar nicht. Genau, und dann denke ich ja, wieso soll ich das nicht sagen? Soll ich sagen, wir riechen uns morgen? Das wäre vielleicht unangenehmer. Also ich glaube, es ist der bessere Weg und ganz ehrlich, die normale Sprache zu nutzen. Ich bin ja auch so sozialisiert und sage das so. Ich sage auch, schauen wir mal und ich höre mal. Ja, dann natürlich Günther Oettinger. Ob das jetzt meine Partei sei, dahingestellt, aber er ist wirklich ein kluger Kopf, muss ich sagen, und hat mich in vielfacher Hinsicht beeindruckt. Zunächst mal habe ich gelernt, wer wahnsinnig schnell denkt, viel redet, klug ist und viel von sich gibt, der sagt auch zwangsläufig ab und zu mal was Dummes. Und dieses Dumme, das könnt ihr in jeder Zeitung nachlesen dann. Das Zweite,
Was, glaube ich, man bei ihm wirklich sehr gut sehen konnte, ist, mit Selbstbewusstsein und Humor kann man auch zu Fehlern und Schwächen gut stehen. Zum Beispiel zur Frage, ob man jetzt mal das Gespräch auf Englisch fortsetzen könnte. Let me say no doubt, I've a Swabian dialect. Yes. But if you hear anybody from France or from Spain, they have a terrible English, terrible. That's But it? They are so proud. That's it? Yes. Die nächsten drei Promis, die ich euch nennen möchte, haben für mich alle drei was mit Respekt zu tun. Und zwar, weil man was hinter Menschen entdeckt, was man vorher nicht gedacht hatte. Zum Beispiel Gabi Hauptmann, die ich damals, als ich sie in die Show eingeladen hatte, noch gar nicht kannte. Tja, man sollte Menschen nicht nach dem Titel ihres ersten Buchs beurteilen. Dieses heißt, nur ein toter Mann ist ein guter Mann. Und das war jetzt so für mich als Männerbewegten und Väteraktiven nicht so prickelnd. Aber ich habe dann hinter das Buch auch gelesen und es war überhaupt nicht polarisierend. Und dann habe ich Gabi Hauptmann kennengelernt. Und sie ist eine wirklich ausgesprochen warmherzige und soziale Frau. Kantig und direkt auf jeden Fall. Aber jedenfalls, soweit ich erkennen kann, hat sie überhaupt nichts gegen Männer und ist wirklich ein ganz, ganz feiner Mensch. Wen man den feinen Menschen sicher ansieht, das ist Klaus Hipp. Den kennt ihr alle. Dafür bürge ich mit meinem guten Namen. Was die wenigsten wissen, was dahinter steckt, Klaus Hipp ist auch noch ein ausgebildeter, studierter Maler, hat eine Professur für Malerei in Tiflis, ist Honorarkonsul von Georgien und spielt auch noch Oboe, und zwar so gut, dass er es im Orchester immerhin mitspielen kann. Ich sag mal, man sieht nicht jedem das Universalgenie an. Das heißt, man kann auch mal vor bescheidenen, zurückhaltenden Menschen durchaus Respekt haben, wer weiß, was dahinter steckt. Auf musikalische Weise habe ich das bei den Geschwister Hoffmann erfahren, Anita und Alexander Hoffmann heute. Ein volkstümliches Schlagerduo zunächst mal. Heute machen sie einfach modernen Schlager. Wer mit volkstümlichem Schlager bekannt geworden ist, kann trotzdem ein großartiger Musiker sein. Wir haben nämlich zum Beispiel das Halleluja von Händel geschmettert und die konnten das, glaube ich, besser als ich. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja, Halleluja. Von Andreas Hoppe habe ich gelernt, dass Prominenz und Sinnerfüllung auf jeden Fall nicht das Gleiche sein muss. Der Andreas Hoppe, der ist ja sehr bekannt als Tatortkommissar. Der war von 1996 bis 2018 mit Lena Odenthal, glaube ich, Tatortkommissar. In meiner Show kam eben heraus, dass er vor allem ein Umweltschützer ist, dass er sich für die Braunbären oder die Bären in Kanada einsetzt, gegen Fracking und für alle möglichen Umweltaktionen aktiv ist. Und das ist, glaube ich, auch das, wo sein Herz hängt, weil das ist das, was er auch verstärkt hat in den letzten Jahren. Die neunte, die ich euch vorstellen möchte, ist Lea Linster, die Starköchin, TV-Köchin. Die hatte ich als Überraschungsgast in meine Show mit Alfred Biolek eingeladen. Und ja, warum du tun solltest, was du liebst, habe ich von ihr gelernt und das sagt sie jetzt gleich in diesem Ausschnitt selber. Das ist Yvonne sehr wichtig. Wenn du was machst, was du wirklich liebst, hast du die Kraft, es auch danach noch so zu machen, wie du willst, wenn andere komisch drüber reden. Wenn du aber etwas machst, was dich sehr viel Anstrengung kostet und dann kriegst du auch noch Schelte, dann überlegt man sich, ob das die ganze Mühe wert ist. Zuletzt möchte und muss ich natürlich Frank Elstner erwähnen. Er war immer schon ein großes Vorbild von mir als Moderator, einfach weil er auch ein freundlicher Mensch ist, der kluge Fragen gestellt hat und der seine Gäste nie in die Pfanne gehauen hat. Und das ist das, was ich eigentlich auch nie tun wollte. Und von Frank Elstner habe ich gelernt, Lob muss ein Geben sein und keine Machtdemonstration. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, aber Sie haben höchstwahrscheinlich jetzt etwas gemerkt, dass dieser Mann, der uns hier den ganzen Abend durch dieses Programm führt, nicht nur ein guter Musiker ist, sondern auch ein intelligenter Frager, ein netter Kerl. Und dieser Applaus, der gehört jetzt mal Ihrer Familie und Ihnen, für Herrn Böcklein. Herzlichen Dank. Da habe ich natürlich rote Bäckchen bekommen und ich werde natürlich auch öfters mal auf der Bühne gelobt, auch gerade am Ende von der Show, vom Gastgeber oder vom Politiker, der mich eingeladen hat, vom ranghöchsten Menschen. Aber Lob ist oft auch so ein Schulterschlag. Das heißt, der drückt dich ja auch runter. Also mit einem Lob kann man auch eigentlich zeigen, wer hier der Babbo ist. Aber der Frank Elstner hat das aus meiner Sicht wirklich in einer Weise gemacht, dass er wirklich dieses Lob von Herzen gegeben hat. Und das hat sehr, sehr gut getan und tut es bis heute. Und diese Erfahrungen alle sind eingeflossen in mein Wirkungscoaching. Das Angebot richtet sich vor allem an Dienstleister, Coaches, Unternehmer, also Menschen,
die auch mal auf ihrer Webseite oder vielleicht sogar mal in einem Seminar Videos einsetzen möchten, aber die, wenn sie so ein Video sehen, wo sie drauf sind, immer denken, oh Schreck, bin ich das? Die einfach nicht wissen, wie man sowas richtig macht. Wenn euch das mehr interessiert, schaut mal unter wirkungskurse.de. Da habe ich auch ein 3-Video-Gratis-Coaching. Da könnt ihr euch einfach mit eurer E-Mail-Adresse eintragen. Würde mich sehr freuen, wenn vielleicht der eine oder andere da auch mal gucken möchte, was ich in diesem Bereich so mache. Ja, ich hoffe, dieses etwas andere Video hat euch gefallen, unterhalten und vielleicht inspiriert. Wenn ja, lasst mir unbedingt einen Daumen nach oben da, kommentiert unten und abonniert meinen Kanal bitte sehr, sehr gerne und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, euer Diesel Dad.